Mit diesem unheimlichen Windrauschen begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu Let's Play Tomb Raider Himalayan Mysteries, das Wunschprojekt von dem lieben Relax, immer noch, ja, nach wie vor, wie könnte es anders sein? Wir haben im letzten Part diese Gletscherhöhle betreten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, und da unten liegt irgendein Teil scheinbar, was ich haben möchte. Deswegen schauen wir uns jetzt hier mal weiter um. Das sieht ziemlich weit aus. Ich weiß nicht, ob Lara diesen Sprung schafft, aber ich glaube schon. Gib alles! Yay! Jawohl! Unsere Lara. Habe ich gerade Fledermäuse gehört? Scheinbar doch nicht. Noch ein gefrorener Wasserfall. Mann, es muss hier echt arschkalt sein. Also so viel wärmer ist Lara jetzt nicht angezogen. Mal ganz ehrlich, im Vergleich zu vorher. Und auf jeden Fall erstmal darüber, damit ich dann hinterher da so rüberhangeln kann, das sehe ich. Ah! 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 Oh. Mein Herz! Ich dachte erstmal so, what the fuck? Alter! Alter, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich bin alt. Ich bin schon fast 25. Das kann man mit mir nicht mehr machen. Oh mein Gott. Ach, da liegt gar nichts drauf. Das ist so ein explosives Ding. Auch gut. Aber Alter. Oh, ich mochte diesen Action-Sound gerade. Das ist nämlich aus Tomb Raider 3 und ich habe das irgendwie schon immer gemocht, diese Melodie. Unter anderem ist sie ja in London gelaufen, in dieser Filmsequenz, wenn man da... Wow. Wenn man da mit diesem einen Typen da redet, der ein Auftragskiller ist und für Miss Sophia Lee Leute abschlachtet. Ach, das ist doch tausend Wege. Hier ist doch scheiße. Wo soll ich denn jetzt zuerst lang? Hier muss ich erst hier lang. Ich habe hier gespeichert, von daher scheiß drauf. Hier komme ich scheinbar nach unten. Das sieht mir ziemlich nach unten aus. Soll ich nach unten? Geht's da weiter? Geht's da nicht weiter? Ich habe doch keine Ahnung. Ich gehe einfach mal nach unten, weil ich glaube, da geht's nicht weiter und hoffe, ich irre mich nicht. Dumm, ich bin die kleine Lara. La la la. Die Leiter bauen, die direkt nach unten führt, konnten sie natürlich nicht, ne? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier unten rausgekommen? Oder... Ich meine, ist das die Gletscherhöhle oder nicht? Obwohl doch, hier ist auch das Kabel. Warum lag der hier? Ich meine, warum war der hier? Nicht lag der hier. Ja, der lag, nachdem ich mit ihm fertig war, aber... Ein Schalter. Nee, doch nicht. Das ist doch, was ich da aufgehoben habe. Automatikmoni, das finde ich aber sehr freundlich. Ich werde die Automatics also kriegen. Ja, das ist jetzt wirklich so Tomb Raider 2 mäßig. Ist das hier eine geheime Basis hier so unterirdisch praktisch oder was? Weil die ganze Zeit laufe ich hier mit Waffen rum und dann laufe ich einmal ohne Waffen rum sofort. Dann ist nett, dass es angekündigt wurde, dass hier Gegner sind. Ja, hier bin ich genau. Jetzt bin ich hier unten nämlich. Und da ist... Da sind Fackeln. Mir ist das alles hier überhaupt nicht geheuer. Ich finde dieses Windrauschen so ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man hört ja den Wind selber eigentlich so zur Winterzeit, so ungefähr, um sein Haus pfeifen, aber... Gerade hier im Spiel finde ich es dann doch etwas gruseliger und schon nein. Seht ihr, was ich sehe? Man kann hier tauchen irgendwann in diesem Wasser. Das heißt, ich werde wieder einige Medipacks brauchen.
Geil. Weil es garantiert wieder so sein wird wie vorher auch. Passiert was, wenn ich drauf schieße auf dieses explosive Ding? Nein. Das ist vielleicht auch besser so. Ich weiß gar nicht, ob ich was damit machen muss oder nicht. Kann ich dich verschieben ansonsten irgendwie? Obwohl, ich glaube nicht, du siehst nicht verschiebbar aus, aber mal gucken. Nein, kann ich auch nicht. Weil es hier wohl erstmal echt nur für ein paar Fackeln und Automatik-Money und diesen komischen Typen. Und später wird man hier wohl noch dann hinkommen müssen. Und ich werde wohl so eine Art Sprengschlüssel brauchen und das muss ich dann da einsetzen. Oder muss ich drauf schießen? Nö, muss ich nicht. Gut, sieht nämlich auch eher nach Einsätzen aus. Dann kann ich das hier sprengen und dann passiert irgendwas ganz Tolles und dann geht die Tür auf und ja. Oder kann ich hier jetzt so rein? Ist der Yeti-Knochen echt eine Brechstange? Nein, ist er nicht. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal woanders um. Haben wir das ja schon mal in Erfahrung immerhin gebracht, ne? So. Es ist immer so schön, wenn man so mehrere Wege hat und manche von vornherein dann ausgeschlossen werden, weil da einfach nichts Besonderes ist. Beziehungsweise, was heißt nichts Besonderes? Ne? Also, was auf jeden Fall, wo man weiß, ey, du musst hier später hin, du brauchst noch Sachen, um hier voranzukommen. Warum muss ich jetzt an den Satz vom Viper-Fan Lars denken? Wir schreiten nun weiter voran. Das hat man schon ewig nicht mehr gehört hier bei mir. Und warum auch? Aus gutem Grund nicht. Aus gutem Grunde nicht. So, jetzt ist nur die Frage. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich würde sagen rechts. Speichern. Wieder Waffen ziehen. Man weiß ja nie, was kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine Falle. Oder was zum Kriechen einfach nur erstmal. Boah, das war fies. Boah. Das war einfach nur fies. Ist ja echt sonst nichts? Ist ja echt nur tot? Scheint so. Moment. Nee, da kann man hochklettern. Scheiße, wie löse ich das denn mal aus, dass ich aber nicht sofort getroffen werde? Das geht gar nicht. Oh, ist das kacke. Ah, sehr schön. Hilfe. Okay, schon mal speichern, dass ich diese Falle nicht mehr hier habe. Ist das ein Secret vielleicht? Oh, ich mag das, wenn sie so diese Kletterwände hochklettert. Das ist toll. Sieht schön aus. Ach, nur ein Secret, tatsächlich. Geil. Bin ich ja echt gut bisher im Secret finden. Klar, andere hätten wahrscheinlich so gedacht, so von wegen, okay, hier wartet nur der Tod. Muss ich da nicht lang? Hätte ich jetzt auch kurz vermutet, aber meine Spürnase hat mir gesagt, guck nochmal nach. Wie viele Secrets gibt es hier eigentlich insgesamt? Wieder 70? Nee, 15. 4 von 15 Secrets. Das ist nicht schlecht bisher. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob ich im ersten Level alle gefunden habe, aber ich meine, naja. Dann kannst du nur noch hier weitergehen. Eisensprossen. Oder sonst irgendein Metall auf jeden Fall. Es muss doch schweinekalt sein, Lara. Du hast doch nicht mal richtige Handschuhe, nur so Halbhandschuhe. Deine Finger sind frei. Die müssen doch abfallen bald, ey. Den ganzen Schnee und Eis, was du hier schon mal anfasst, an Kanten, wo du dich sonst festhältst, und dann auch noch diese Sprossen. Das muss doch mörderisch sein, ey. Oh, schon wieder Wege. Ich will nicht so viele Möglichkeiten haben. Links. Gott, was ist hier denn noch alles? Hinten kann man hinhangeln. Was bringt eines dann einem? Ich gehe doch erstmal rechts lang. Ich habe keine Lust hier zu. Sieht mir so kompliziert aus. Hallo.
Was für eine nette kleine Grube. Ey, mach auf! Ey! Bleibt mir nur ein Weg. Ich meine, es ist ja gut, dass mir nur ein Weg bleibt, aber ich will diesen anderen Weg nicht. Ich möchte hierfür lieber was machen. Das fände ich viel schöner. Wirklich, viel schöner. Ich finde es interessant mit dieser Sprengung da unten und sowas. Ich bin gespannt, was uns da noch alles so erwarten wird. Das muss ich sagen. Spannend finde ich sie alle Male. Ich gucke eben auf die Zeit. Ich gucke auf die Zeit. Ja, komm, wir hangeln hier noch rüber, ne? Das heißt, wenn ich es könnte. Hier ist doch eine Erhöhung. Das schafft sie doch hier, ne? Was? Wieso kann ich hier nicht rüberhangeln? Muss ich jetzt... Oh, Trick 17 machen hier. Sag ich doch. Toll. Sowas mag ich am liebsten. Ich weiß überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Egal, gespeichert. Genau sowas kann dann nämlich dabei rauskommen. Das ist ganz toll. Und die Musik war eben wieder aus Tomb Raider 3. Gut, dann machen wir mal weiter. Im zweiten Part, würde ich sagen. Ich stelle mich schon mal hier in Position und speichere nochmal. Dann sehen wir uns hier gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und ja, ne, ciao. Bye, bye.